Sagen wir, wir müssen mal ein bisschen warten. Wie gesagt, es ist tatsächlich eine schwierige Frage. Ich habe auch, ich denke tatsächlich, da man jetzt vielleicht mit Lashley einen neuen Champion hat, einen neuen Intercontinental Champion, denke ich, dass man Rollins jetzt sicherlich aus dem Intercontinental Title Picture rausnimmt. Und ja. Dass man da vielleicht jetzt ihn dann als, naja, Special Entry, sage ich jetzt, das werde ich nicht richtig, aber ins Rumble Match setzen kann und dass er dann gewinnen kann. Tippe Drew bei den Männern und bei den Frauen Banks. Okay, Sascha Banks wäre interessant. Ich denke tatsächlich, dass sicherlich Becky das Ding macht. Oder Charlotte. Becky oder Charlotte, einer von beiden. Oha. Abyss greift jetzt hier gleich mal Cactus Jack an. Und jetzt haben wir die beiden, die hier kollidieren. First Blood Match, die dritte zwischen Abyss und Cactus Jack. Es geht um den letzten Spot im Extreme Rules Match und somit auch um den Platz im ECW Championship Turnier. Und das kann ganz interessant werden. Hey Dude, hey Fortnite Crazy. Grüß dich, hallo. Schön, dass du da bist. Und dass du den Weg in diesen Film gefunden hast. Wie auch immer. So. Jetzt endlich die Action, sage ich mal, im Ring. Aber nicht lange. Cactus Jack wird sofort übers oberste Ringseil geschmissen. Und Abyss jetzt vielleicht mit der Oberhand ein bisschen geht sofort mal unter den Ring und sucht sich da einen Tisch raus. Cactus Jack kann das sicher verhindern, dass erstmal der Ring, dieser Ring, sage ich schon, der Tisch da genutzt werden kann. Sicherlich die Frage, was man hier in diesem Match mit einem Tisch möchte, aber wir haben auch im ersten schon gesehen, dass da Rob Van Dam mit seinem 5-Star Frog Splash sicher gut durchgesprungen ist. Und ein Tables Match hat man ja bereits in dieser Runde, der vorletzten nämlich. Und da konnten beide sich auch durchsetzen. Jetzt allerdings nochmal die Karten komplett gemischt. Wie gesagt, es geht hier nicht darum, seinen Gegner. Oh, war das jetzt ein Piledriver oder was? Aber Biss kann das kontern. Es geht hier nicht darum, seinen Gegner durch einen Tisch zu jagen. Es geht hier. Ein Zugiri von Cactus Jack. Es geht ja darum, seinen Gegner zum Bluten zu bringen. Und auch da, oh, Big Boot ist, wollte ich gerade noch sagen, ist kein Fremder, was das Vergießen von Blut angeht. Jetzt hier Schlag mit der Leiter. Was auch immer jetzt Cactus Jack damit vorhat. Geht nach oben. Wird da sofort wieder runtergezogen. Und DDT! Wahnsinnsaktion, gerade von Abyss. Und jetzt gibt's hier diesen Chokeslam, Double-Handed Chokeslam. Und jetzt prügeln die beiden sich hier nach oben, Clothesline. Und das ist genau das, was ich eigentlich hier auch
erwartet hatte in diesem Match. Dass das ja tatsächlich... Oh, Spinebuster, dass das jetzt tatsächlich eine richtige Schlacht wird. Der Biss geht jetzt in die Ringbarrikade, in die Absperrung. Und gleich nochmal. Also für die beiden hier. Kann es nur eine Materialschlacht werden. Und Cactus Jack hat da ganz andere Sachen vor. Wahnsinn, entzündet hier den Tisch. Abyss fliegt nicht durch, sondern fliegt hier auf die Leiter. Es ist ja Wahnsinn. Mann, Mann, Mann. I don't know how much more these superstars can take, guys. You'd have to think something's got to give here soon. Cactus Jack baut jetzt da hinten eine Konstruktion aus mit der Ringecke und einem Stahlstuhl. Auch da geht bis durch. Both these superstars appear to be operating on fumes here, guys. Und jetzt vielleicht die Chance. Oh man, what a hit. Knocked right off the apron. Beautiful technique. Oh boy, he is rolling. Nochmal Spinebuster. Thunderous. Wow, I'm just as surprised as you guys are. Dieser brennende Tisch hier. Er steht immer noch drohend vorm Ring. Wie gesagt, genau das ist diese Schlacht, die ich mir zwischen den beiden vorgestellt habe. Keiner nimmt hier oder irgendwie Rücksicht auf den anderen. Bis jetzt wieder draußen und jetzt fliegt er durch diesen brennenden Tisch hier. Was hat... Aber jetzt noch Cactus Jack zu sagen, zu machen. Jetzt geht es hier auf diese Stahlrampe. Und er wartet, bis er nach oben kommt. Nein, nein, Piledriver! Und das... Jawohl! Der Ringrichter zeigt es da an, dass das Match vorbei ist. Und hier sehen wir nochmal ein paar Aktionen. Wahnsinn. Cactus Jack gewinnt dieses First Blood Match gegen Abyss. Da sehen wir nochmal ein paar Szenen, ne? Dieser Spinebuster. Dann ging es auch noch durch diesen brennenden Tisch am Ende. Und Cactus Jack zieht ins Finale ein. Dieses ECW Championship Turniers geht also zu TLC, was jetzt ansteht, und trifft dort auf Bobby Lashley und auf Rob Van Dam in einem Extreme Rules Match.